Herrlich, wie das duftet, der Flieder im Frühjahr. Das ist aromatisch, das ist duftig, einfach toll. Und das findet man auch in Weinen. Man nennt sie Bouquet-Sorten oder auch Aromasorten. Das ist das Paket aromatisch. Ein Mund voll Wein, vor allem für die Nase, wie geschaffen. Hallo, Weinpaket aromatisch, ein Mund voll Wein. 6-mal Weine mit ganz besonderem Flair und ganz besonderem Duft. Das Weinviertel ist ja das größte Anbaugebiet Österreichs. Fast 14.000 Hektar stehen da unter Reben. Der allergrößte Teil natürlich Grüner Veltliner, Weinviertel DAC, jedem ein Begriff. Aber die Winzer bauen daneben auch noch ein paar andere Rebsorten an. Wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn es nur eine Rebsorte geben würde. Und da kommen diese Bouquet- oder Aromasorten ins Spiel. Bouquet- und Aromasorten, das ist ein Begriff, der nicht ganz klar wissenschaftlich definiert ist. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie Bouquet ist wenn, sondern das ist so ein bisschen schwammig. Da geht es immer darum, dass Weine so ein bisschen duftig sind, dass sie so ein bisschen was Florales haben, dass sie aus dem Glas ein bisschen nach Rosen, nach Flieder und dergleichen duften. Dann spricht man eigentlich von Bouquet- oder Aromasorten. Dazu gehören Rebsorten wie Muscatella, wie Sauvignon Blanc, wie Gewürztraminer oder auch der normale Traminer. Alles das sind Bouquet- oder Aromasorten. Und die finden jetzt in diesem Paket aromatisch eine Mundvoll Wein. Das sind Weine, wie gesagt, mit sehr viel Duft, mit Aroma, mit Bouquet, mit ein bisschen Blütenduft. Das Ganze aber nicht verkitscht, sondern international. International ist eigentlich ein Begriff, der in der Weinwelt immer so ein bisschen verpönt ist, weil man will es möglichst authentisch und autochthon und das soll Ausdruck des Terroirs sein, das schon. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass es Weine sind, die zu vielen Dingen passen. Also wenn ich einen ganz autochthonen Wein habe, dann kann das durchaus sein, dass er nur zu einer bestimmten Speise und einem Anlass passt. Mit internationalem Zuschnitt ist auch ein bisschen ausgedrückt, das ist ein Wein, der zu vielen Gelegenheiten passt. Und das habe ich hier bei diesen Bouquet- und Aromasorten. Ich habe auf der einen Seite dieses Duftige, macht es ideal als Aperitif, gut gekühlt, ein Muscatella auf der Terrasse, ist ein Traum. Oder als Einstieg ins Menü, so als Aperitif vorneweg, mal keinen Schaumwein, sondern einfach mal ein Muscatella, leicht gekühlt, den vorneweg, das ist hinreißend. Einfach mal ausprobieren. Findet sich alles in diesem Paket. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich all die Menschen, die sagen, ja, aber das ist so parfümiert und so laut, eben nicht. Nicht, wenn es aus dem Weinviertel kommt. Im Weinviertel sind diese Bouquet- und Aromasorten eher zurückhaltend. Also, auch wenn ich einen Traminer habe, springt einem jetzt nicht die Rosenduftigkeit sofort in die Nase, dass es duftet wie der Strauß, den Oma zum 50. bekommt. Nein, das ist alles sehr fein, sehr zurückhaltend, ein bisschen ruhiger und gelassener. Und das macht diese Weine einfach universell einsetzbar. Also ich kann diese Weine, wie gesagt, wunderbar als Aperitif benutzen. Auf der anderen Seite funktionieren sie hervorragend, gerade mit asiatischer Küche. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Curry mit Kaffeelimette oder ihr kocht ein bisschen thailändisch angehaucht, wo Zitronengras ins Spiel kommt, wo viel Koriander im Spiel ist, dann haben diese Weine ihren großen Auftritt. Dafür sind sie praktisch gemacht. Keine Ahnung, ob die Weinviertler, Winzer und Winzerinnen genau daran gedacht haben, als sie diese Weine in die Flasche gebracht haben, aber es wäre ein guter Grund. Blöder Spruch am Rande natürlich. Nein, diese Weine passen einfach gut zur asiatischen Küche, gerade wenn es so ein bisschen schärfer gewürzt ist, ein bisschen aromatischer ist, ein bisschen duftiger wird auch beim Essen, dann diese Weine perfekt. Der ein oder andere davon hat auch einen ganz klein bisschen Restsüße. Restsüße und aromatische Weine, die gehen immer ganz gut zusammen. Wir haben alle schon mal vom Gewürztraminer Spätlese und dergleichen gehört. Hier ist die Restsüße, wenn sie da ist, sehr dezent. Auch da sind die Weinviertler-Winzer eher ein bisschen zurückhaltender. Die machen da keine Fruchtbomben, sondern lassen so ganz fein diese Süße mit der Säure ein bisschen spielen. Und das ist dann perfekt zum Dessert. Wenn wir jetzt an Desserts denken, jetzt kein Schokoladenkuchen. Das wäre ein bisschen schwierig, aber immer dann, wenn so ein bisschen Gewürz ins Spiel kommt, wenn Obst mit ein bisschen Sternanis gewürzt wird oder auch da wieder Zitronengras zum Einsatz kommt, da kann man wunderbar mit diesen Weinen ein bisschen spielen. Für mich aromatisch ein Mund voll Wein, eigentlich die Aufforderung zum Spielen, zum Entdecken, zum Ausprobieren, auch in der Küche und auf der Terrasse und am Balkon und im Garten,
hier draußen und einfach mal ein bisschen riechen und sich darauf einlassen. Es macht einfach Spaß, das hat einfach seinen ganz eigenen Charme und den lohnt es sich einfach auszuprobieren. Für mich aromatisch ein Mund voll Wein, eigentlich die Aufforderung zum Spielen, zum Entdecken, zum Ausprobieren, auch in der Küche und auf der Terrasse und am Balkon und im Garten hier draußen und einfach mal ein bisschen riechen und sich darauf einlassen. Es macht einfach Spaß, das hat einfach seinen ganz eigenen Charme und den lohnt es sich einfach auszuprobieren. Also Paket, aromatisch, ein Mund voll Wein, aufmachen, ausprobieren und einfach mal die Gedanken ein bisschen sausen lassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Paket. Wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss.